Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns aktuell weiterhin in Kalthafen. Da werden wir auch noch ein paar Folgen sein. Und zwar befinden wir uns hier in der leeren Stadt, hier im Zentrum von Kalthafen. Hier hinten in der Kriegergilde waren wir in der letzten Folge. Ich bin nur rausgegangen. Und hier draußen können wir jetzt nochmal mit der Stadtwahrerin sprechen. Die Teile sind fast alle an ihrem Platz. Wir können gegen Molag Bal ziehen, wann immer ihr wollt. Greift jetzt an oder sammelt mehr Truppen. Die Entscheidung liegt bei euch. Was würdet ihr vorschlagen? Dank eurer Bemühungen ist das Leben in die Stadt zurückgekehrt. Schon jetzt haben jene, die ihr gerettet habt, ihren Weg hierher gefunden. Sind wir schon genug, um einen Krieg zu beginnen? Ja. Doch ist unsere Zahl auch groß genug, um ihn zu Ende zu bringen? Meiner Einschätzung nach nicht. Doch, das ist kein Problem. Wenn ich jetzt den Befehl gebe, wie gut stünden dann unsere Chancen? Gegen diesen Feind mit weniger als unserer vollen Stärke anzutreten, wäre nicht ratsam. Natürlich ist der Sieg nie garantiert, ganz gleich wie die Kräfte auch verteilt sein mögen. Falls ihr anderer Meinung seid, dann gebt den Befehl. Geht ansonsten lieber wieder dort hinaus und sucht noch weitere Verbündete, die uns beistehen können. Also, theoretischerweise, nur für euch, die es vielleicht noch nicht gespielt haben. Ihr könnt komplett ohne Probleme sagen, dass das alles kein Thema ist und dass ihr jetzt angreifen möchtet. Ihr seid auf jeden Fall stark genug, weil die Streitmächte helfen euch nur bei kleineren Gegnern. Und den eigentlichen Kampf gegen Molag Bal, den müsst ihr letztendlich sowieso alleine machen. Von daher macht das halt nicht allzu viel Unterschied. Das ist für diejenigen, die jetzt schnell durchkommen wollen, sage ich jetzt mal. Ich hatte allerdings schon vor 2 oder 3 Folgen gesagt, dass wir hier noch ein paar von den anderen Gilden einsammeln werden. Und ich euch dann auch zeigen werde, wo ihr die finden könnt. Deswegen, ich muss mehr Verbündete finden, um unsere Streitkraft zu verstärken. Ich stimme zu. Das wäre ein weises Vorgehen. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr denkt, unsere Streitmacht wäre für die anstehende Aufgabe groß genug. So, alles kein Problem. Und zwar, ich muss mal eben schauen. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir einige Punkte abgehen werden. Ich denke, dass ich jetzt in jede Richtung raus kann. Das Einzige, wo wir nicht raus können, ist nach hier oben, weil da können wir erst hochgehen, wenn die Hauptstory weitergeht. Sprich, wenn ihr mit der Stadtwahrerin sprecht und dann sagt, okay, wir sind soweit, wir greifen jetzt an. Ich würde sagen, das abscheuliche Laboratorium, das war, glaube ich, etwas anderes, gehört im Endeffekt auch dazu, diese Stadt noch instand zu setzen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also es kann auch sein, dass wir vielleicht 1, 2 Aufgaben zu viel machen werden. Aber ich würde sagen, wir fangen mal beim Gerichtshof der Missachtung an. Das heißt, wir werden jetzt hier unten durchreiten. Dann werde ich mir den Wegschrein hier oben eben freischalten und dann sehen wir uns gleich hier vorne beim Gerichtshof der Missachtung wieder. So, wir sind angekommen und hier ist unser Questgeber. Sie wurden gefangen genommen. Ich bin mit ein paar anderen Zaubermeistern angekommen. Beschwörungsmeister. Wir haben dabei geholfen, das Portal nach Kalthafen zu öffnen. Leider sind wir nicht dort angekommen, wo wir es erwartet hatten. Eine Verteidigungsmaßnahme, denke ich. Molag Bals Truppen haben sich sofort auf uns gestürzt. Wo sind die anderen? Sie wurden von Daedra gefangen, die von Richter Xiven angeführt wurden. Im Durcheinander konnte ich mich davonstehlen. Seitdem kundschafte ich die Gegend in Skampengestalt aus. Über die Magier wird in der Halle des Urteils Gericht gehalten. Ich habe gehört, wie Richter Xiven sie dort drinnen angeschrien hat. Wir müssen ihnen helfen. Ich werde helfen. Wo fangen wir an? Eine magische Barriere blockiert den Eingang in die Halle. Sie wird durch Elementarkristalle angetrieben. Wir müssen die Kristalle vernichten und einen Schlüssel besorgen, um das Tor zu öffnen. Ihr müsst euch beeilen. Daedrische Richter fällen ihre Urteile oft sehr schnell. Ich kümmere mich darum. Holt den Torschlüssel aus der Kassette im Norden und zerstört die 3 Kristalle, um die Barriere einstürzen zu lassen. In jedem Turm befindet sich ein Kristall.
Trefft mich beim Eingang zur Halle des Urteils, sobald ihr fertig seid. Bis dahin schaue ich mich weiter um. Wer genau seid ihr? Hexenmeister und Meisterbeschwörer der Magiergilde. Zu euren Diensten. Ich bin ein Experte für die Ebenen des Reichs des Vergessens. Daher lag es auf der Hand, mich für diese Mission auszuwählen. Ich wurde auf den Schauderinseln geboren. Ich bin also bestens mit dem Reich des Vergessens vertraut. Sind die Schauderinseln nicht im Reich des Vergessens? Haha, hat er ja gerade gesagt. Nun, euch entgeht wirklich nichts, oder? Ne. Auch wenn ich in eurer Welt geboren wurde, wuchs ich dennoch im Reich des Vergessens auf. Es hat mir eine einzigartige Sicht der Dinge verliehen, auf die Magiergilde oft zurückgreift. Was könnt ihr mir sonst noch über die gefangenen Magier erzählen? Richter Xiven hält in der Halle des Urteils Gericht über sie. Soweit ich sie belauschen konnte, läuft es nicht gut für sie. Um dort hineinzukommen, müssen wir diese Barriere beseitigen. Dann können die Magier und ich uns wieder an die Erfüllung der Mission machen, die uns herführte. Ich muss also diese Kristalle vernichten? Die drei Elementarkristalle, ja. Aber ihr müsst noch mehr tun. Wir brauchen auch einen Schlüssel, um das verschlossene Tor zu öffnen. Ich habe gesehen, wie sie den Torschlüssel in eine gut bewachte Kassette im nördlichen Teil der Ruinen getan haben. Ja, und das ist dann nochmal für die ganz Doofen, die es immer noch nicht verstanden haben, dass er es nochmal wiederholt. Und schauen wir mal, wo wir jetzt als erstes hinkommen. Hallo? Ich dachte, du bist schon tot. So nicht, mein Freund. So nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob der den jetzt schon gezogen hatte oder nicht. Hier können wir gerade nichts looten, aber zwischendurch natürlich immer mal gucken. Da ist immer wieder was bei. Achso, wir müssen nach oben. Moment, hier gibt's auch noch was. So. Dann gehen wir jetzt eine Etage höher. Oder zwei oder drei. Nein, ich glaube... Nee, eine Etage reicht nicht. Es ist natürlich auch viel Schrott dabei, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber ihr seht ja auch hier zum Beispiel, Dekorwachs ist eins drin. Wobei eins natürlich nicht besonders viel ist, wenn man bedenkt, wie viel man eigentlich in diesem Spiel an Dekorwachs verballert. Es können natürlich auch andere Sachen drin sein, mal Rezepte oder Entwürfe oder ähnliches. Deswegen nehme ich das gerne, soweit ich mich auch gerade noch in Gebieten befinde. Sollte ich nicht hier oben eigentlich was machen? Leute, jetzt ist er doch unter mir. Wieso ist er jetzt unter mir? Wieso war eben kein Pfeil dran? Oder bin ich wirklich so ein Blindfisch und habe das nicht gesehen? Kann auch sein. Ich will da jetzt nichts irgendwie... Nee, ich glaube, in der zweiten Etage bin ich einfach so durchgelaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist eine Scherbe, da würde ich gerne noch hin. Ja, spring bloß nicht hoch, wenn ich drücke. Kein Thema. Die habe ich nämlich von außen schon gesehen, dass hier irgendwo eine ist, aber nicht genau gewusst, wo die war. So, die sind jetzt... Die sind jetzt alle wieder zurück, oder was? Da ist nicht der nächste Turm. Doch, eigentlich ist da der nächste Turm, aber... Da ist der nächste Turm. Und wieder ein Gegner drin. Und etwas zu lesen. Zum immervollen Krug. Ah, und wieder schöne Sachen, die wir einsammeln können. Sehr schön. Das mag ich. Hier oben könnten, glaube ich, übrigens auch mal Gegner sein. Ich
bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder die haben so lange auf mich gewartet, dass sie schon alle gestorben sind und nur noch ein Skelett vor mir da liegen. Das kann natürlich auch sein. Es kann wirklich sein, dass ich mich so hier rechts drauf konzentriert habe, dass ich den gar nicht gesehen habe in dem Turm davor. Oje, oje. Aber es ist manchmal leider so. Ich bin manchmal ein Blindfisch, was das betrifft. Ich sehe lauter Kleinigkeiten. Also ich würde wahrscheinlich auch einen ganz guten Detektiv abgeben. Aber die großen Sachen, die sehe ich leider nicht immer. So. Du einmal. Das machen wir auch noch eben weg. Keine Lust, dass du uns jetzt hinterherläufst. Feuerkristall, genau. Da im Turm. Dudeldi-dup. Der frisst einfach weiter, das ist schön. Interessiert den nicht. Dann nehmen wir direkt den hier im Turm. Das, Basti immer gezogen hat, habe ich ihn dann schon erledigt. Danke für deine Hilfe, Basti. Ach ja. Manchmal ist er ganz schnell und zieht direkt die Gegner. Und manchmal steht er dann da und wartet anscheinend darauf, dass ich die vorher töte, habe ich so das Gefühl. So, in der Etage müsste der jetzt kommen. Ja, da ist er auch schon. Sehr schön. Oh, da haben wir das, was ich meinte. Einen Entwurf für eine bretonische Vase. Also wie gesagt, am besten immer alles mitnehmen. Ihr könnt natürlich auch nochmal immer bis nach ganz oben laufen. Das erspare ich mir jetzt einfach nur, damit es halt nicht so lange dauert. Mit da jetzt quasi wieder zurück, ne? Hallo? Ich dachte, du bist schon tot. Oh, guten Tag. Keine Zeit, ich muss hier rum. Da muss ich gar nicht rum. Geht's noch? So, ihr könnt mich mal. Achso, das ist oben. Moment, da müssen wir da hoch. Guten Tag. Holla, die Waldfee, warum hast du so viel Leben? Warum dauert das hier so lange bei dir? Das finde ich nicht nett. So. Wir holen uns mal eben den Schlüssel, damit wir überhaupt reinkommen. Warum nicht gleichzeitig mit E drücken und mit der Maustaste? Es kann nur was Gutes dabei rumkommen. Vielleicht stecke ich ja hier alles in Brand oder so mit dem Stab, man weiß es nicht. Da müssen wir rum und da sehe ich jetzt auch gerade noch was leuchten. Das nehmen wir direkt mal mit. So. Hier müssen wir rum. Guten Tag, Wartesprengung. Man könnte, glaube ich, jetzt auch links rum klettern, aber ich glaube, das ist schneller, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Hat der da gerade ein Level ab? Muss sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Oh, Hallöchen. Ach, das ist nur Eisenerz. Naja, gut. Aber jetzt sind wir schon einmal dran. Jetzt können wir es auch direkt mitnehmen. Guten Tag. Ach so, Entschuldigung. Der Prozess ist vorbei. Richter Xiven hat meine Gefährten für schuldig befunden und sie zum Tode verurteilt. Sie wurden in die Zellen unter der Halle gebracht, während die Vorbereitungen für die Hinrichtung getroffen werden. Ich arbeite an einem Ablenkungsmanöver, um unsere Flucht zu verschleiern. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Erzählt mir von eurer Mission. Ist wirklich Zeit für eitles Geschwätz? Ja. Oh, nun gut. Wir sind Meisterbeschwörer. Unsere Aufgabe ist es, die Portale zu stabilisieren, damit weitere Streitkräfte und Vorräte aus Nirn hierher gebracht werden können. Bis es soweit ist, sind unsere Truppen klar im Hintertreffen. Okay, ich habe den Torschlüssel. Lasst uns die Magier retten. Ein hervorragender Vorschlag. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst uns hineingehen und die anderen befreien. Gehen wir los und retten die Magier. So, Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass ihr auf der Seite der Guten steht. Oh, gut. Eine Wache.
Und ich dachte schon, das wird langweilig. Die Schuldbeladen. Nein, würdest du uns wie die Fackelkäfer zum Honig. Kommt und lasst ihr euch richten, Sterbliche. Hervorragend. Geht runter zu den Zellen und befreit meine Begleiter. Auf dem Weg nach draußen gebe ich euch Deckung. Mhm. Ja. Ich befreie die Leute erstmal. Ihr seid keine Wache. Nehmt den Schlüssel auf dem Tisch und schließt diese Käfige auf. Ah, da. So, hallo Madame Oberzicke. Was soll der Befehlston hier? Nun, worauf wartet ihr noch? Würdet ihr bitte die restlichen Käfige öffnen? Was ist bei dem Gerichtsverfahren geschehen? Dieses Verfahren war eine Farce. Sie wollte nur sehen, wie wir uns winden. Richter Xiven schwadronierte die ganze Zeit über Fairness und gerechte Behandlung. Aber er hatte schon von Anfang an beschlossen, dass wir schuldig sind. Okay, dann befreien wir mal die anderen. Ihr müsst uns rauslassen. Ja, dann komm doch einfach raus, ist doch offen. Nutzt den Tag. Ah, die frische Luft der Freiheit. Hab Dank, dass ihr den Käfig geöffnet habt. Kein Thema. Bist du etwas besser gelaunt? Ich zittere immer noch. Richter Xiven hat die Todesstrafe verhängt. Anscheinend nicht. Okay. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Oh, ein bekanntes Gesicht. Diese hat euch zuerst nicht erkannt, aber ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Tarami dachte, es wäre vorbei, als Richter Xiven uns zum Tode verurteilte. Aber wie kommen wir aus der Halle des Urteils raus? Sie werden uns nicht einfach gehen lassen. Malkur Valos schützt unseren Rückzug. Der Weg sollte jetzt frei sein. Malkur? Nun, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Tarami fragte sich schon, wie es ihm wohl ergangen ist. Doch dieser hat genug von diesem Ort. Verschwinden wir von hier. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Dann kommt. Folgt mir, ihr seid mir nämlich zu langsam. Gut, können wir noch mitnehmen. Sie haben das Tor mit einem Schildzauber belegt. Wir sitzen in der Falle. Wir werden uns um das Tor kümmern. Haltet sie uns vom Leib, bis wir fertig sind. Wie sind jetzt bis hier teleportiert? Ihr werdet nicht entkommen. Ich denke, das geht schon viel zu lange. Es wird Zeit, dass ihr jetzt sterbt. So, rundenbasierte Kämpfe. Los! Ihr werdet nicht entkommen können. Niemand entkommt jemals meinem Urteil. Na, wo waren die, Draug? Schuldig! Schuldig! Jeder von euch ist schuldig gemäß der Anklage. Macht mal ein bisschen schneller da hinten. Ich werde euch eigenhändig exekutieren. Solltest du vielleicht erstmal rüberkommen. Ihr wurdet gewogen und für zu leicht befunden, Xiven. Spaß beiseite. Raus hier. Okay. Meine Ablenkung funktioniert. Schnell, bevor die Dedra uns bemerken und verfolgen. Jetzt ist er weg. Willst du mich veräppeln? Natürlich bemerken die uns und verfolgen uns dann.
kann ich nicht durch. Alle sind sie teleportiert und mich lassen sie einfach hier stehen. Sauerei. Wir haben gut gekämpft, nicht wahr? Vielleicht haben wir eine Chance, dieses Desaster in eine erfolgreiche Operation zu verwandeln. Schafft er es von hier aus in die leere Stadt? Wir haben ein Portal in die Stadt geöffnet. Benutzt es ganz nach Belieben. Wir stehen in eurer Schuld. Ohne eure Hilfe wären die anderen immer noch eingesperrt. Oder Schlimmeres. Wir bringen uns in Sicherheit und beginnen sofort damit, die Portale nach Nirn zu stabilisieren. Ja, und wir haben schwere Hände in erfüllt bekommen von Meridias gesegneter Rüstung. In Ordnung. Lasst uns losziehen. Wir müssen Portale stabilisieren, wisst ihr? Macht das, macht das. Ja, damit ist auch diese Quest jetzt zu Ende, aber natürlich noch nicht unsere Aufgabe hier. Wie gesagt, wir werden die nächsten Folgen dann noch ein paar andere Mitglieder der Magiergilde, glaube ich, noch einmal und ich glaube noch zweimal die Kriegergilde. Ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt aufgeteilt ist. Werden wir noch finden, werden wir noch einsammeln und werden dann erst den großen Angriff starten. Ihr könnt es, wie gesagt, jetzt auch schon jederzeit machen, aber wir machen das so ein bisschen nach der Reihenfolge jetzt hier noch. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.